Hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem heutigen Video werde ich euch erklären, wie euch Ligen wie die La Liga und auch die Bundesliga, die endlich draußen ist, euch in PES 19 reinmoddet. Das funktioniert wahrscheinlich auch in PES 20 oder in PES 21, keine Ahnung. Aber ich erkläre das jetzt heute explizit für PES 19. Wenn ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht die weiteren Projekte zu PES bzw. zu FIFA. Ich werde in nächster Zeit viel zu PES und FIFA machen. Natürlich kommen noch F1 zu 18 nebenbei und eventuell auch noch ETS nebenbei weiter wie auch sonst. Aber es wird zu PES 19 jetzt auf jeden Fall eine Trainerkarriere in der Bundesliga geben. Eine Verteidigerkarriere, wo wir nur den Verteidiger spielen, auch in der Bundesliga. Und vielleicht ein bisschen MyClub, das weiß ich noch nicht genau, ob ich das bringen kann oder bringen werde. Und dann, wenn FIFA rauskommt, wird natürlich erstmal was zur Demo kommen. Sobald die Vollversion rauskommt, wird eventuell The Journey kommen, das aber eher in Livestreams, weiß noch nicht. Ich glaube, ich will das nicht in Videos machen, das hat mir die letzten Jahre nicht so gefallen. Und aber es wird auf jeden Fall auch dort eine Trainerkarriere geben, da ist jetzt die Champions League Lizenz und alles drum und dran. Europa League und bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Und es wird natürlich eine Torwartkarriere geben. Und wenn wir das Ganze dann auch auf der PS4 haben, denn die PC-Version darf ich ja eine Woche früher spielen, wenn wir das Ganze auch auf der PS4 haben, werden wir zusammen mit Jan natürlich wieder eine Koop-Karriere starten. Das wollte ich nur vorweg gesagt haben. Jetzt erkläre ich euch hier, wie ihr euch die Lizenzen holt. Und ihr wollt natürlich alle wissen, wie ihr euch die Bundesliga-Lizenzen holt, aber auch die anderen Lizenzen und wie ihr das Ganze dann richtig auf der PlayStation installiert. So, zunächst könnt ihr einfach mal in die Videobeschreibung gehen. Der erste Link ist für die Bundesliga, der zweite für die anderen Ligen. Denn es gibt eine Seite hier, PES World, da gibt es eigentlich alle Ligen quasi, aber die sind noch nicht alle ready. Da ist zum Beispiel die Bundesliga, die German League noch nicht am Start. Aber da werden wir uns gleich auf jeden Fall die Premier League holen, zweite englische Liga, die Serie A, die La Liga, das werden wir uns hier alles einfach mal holen. Und die Bundesliga, die ist von VBNZ, der hat auch letztes Jahr die Mods gemacht, die habe ich mir damals alle von ihm geholt. Dieses Jahr hat er es zeitlich nicht geschafft, alle Mods, alle Ligen zu machen, hat eben nur die Bundesliga gemacht, aber vor PES World hier, also das sind die beiden Seiten. Wir gehen jetzt erstmal hier auf VBNZ Bundesliga V1, heißt einfach nur, es kann noch ein Update geben. V2, V3, vielleicht zur Winterphase wird es nochmal ein Update geben. Oder falls irgendwelche Bugs auftreten mit Trikot oder ähnlichem. Wir drücken einfach auf Herunterladen und da öffnet sich so ein kleines super tolles Fenster. Ich gucke jetzt auch mal hier im Aufnahmeprogramm, aber ist auf jeden Fall alles am Start. Das ist eine RAR-Datei, also ihr braucht ein Entpackungsprogramm wie WinRAR oder 7-Zip. Das braucht ihr auf jeden Fall für die Installation. Ich habe WinRAR und lade das einfach mal runter. Derweil gehen wir hier auch schon auf PES World und laden uns die anderen Ligen runter. Einfach mal hier bei der englischen Liga, bei der Premier League auf Download klicken und Download 2048. Dann landen wir hier auf dieser Seite und können das Ganze wieder ganz entspannt als ZIP-Datei runterladen. Dann kommt natürlich auch Werbung hier im Hintergrund. Das können wir ganz gepflegt wegklicken. Die zweite Premier League kann ich mir eigentlich auch holen. Warum nicht, wenn sie schon hier ist. Alles, was hier ist, werden wir uns direkt holen. Und ich habe auch gedacht, ich schmeiße die Facecam an, dass das Ganze hier ein bisschen, ja, besser rüberkommt. Dann kann ich euch mal auch was in der Kamera zeigen, falls nötig. Es geht relativ einfach, das Ganze. Also es ist wirklich nicht anspruchsvoll. Aber ihr dürft jetzt nicht denken, ich mache die Mods hier in 5 Minuten, habe ich die drauf. Also es beansprucht schon ein bisschen Zeit. Vor allem, wenn ihr, wie ich jetzt, alle, die schon da sind, einfach runterladen wollt und reinmodden wollt. Deswegen wird das Video auch nicht allzu kurz sein. Auch wenn ich eine Labertasche bin, falls ihr das merkt. Ja, aber wie gesagt, wir laden uns das auch mal runter. Auch dieses hier, Competitions, was auch immer das ist. Competitions halt, sagt es ja eigentlich aus. So, die Downloads sind alle abgeschlossen. Ich habe hier übrigens mehrere Bildschirme, also ich kann hier eben auch rüber switchen. Wir packen das Ganze jetzt auf den Desktop.
einfach alles draufziehen. Und jetzt holen wir uns einen USB-Stick. Ich habe hier schon einen liegen. Ihr könnt dafür einen guten benutzen, der macht das Ganze dann ein bisschen schneller. Ich habe jetzt keinen krassen benutzt, denn auf dem USB-Stick darf nichts drauf sein. Der muss komplett leer sein. Heißt, keinen zu krassen irgendwie benutzen, wo ihr jetzt ganz, ganz viel drauf habt, dass ihr dann extra deswegen löschen müsst. Also irgendwie, es reichen glaube ich auch 2 GB oder so. Also irgendwie einen kleinen USB-Stick, den ihr nicht so braucht. Nehmt den einfach und schließt ihn an. So, hier haben wir jetzt unseren komplett leeren Ordner, den wir mal ein bisschen zur Seite schieben, dass ich euch das besser zeigen kann. Ihr öffnet das Ganze, wie gesagt, mit WinRAR oder 7-Zip und dann geht ihr einfach mal in den Ordner. Das ist immer, da gibt es immer einen Ordner, der WePass heißt, W-E-P-A-S, und den nehmt ihr und packt ihn in euren USB-Stick-Ordner quasi rein. Da einfach reinhauen. Das machen wir jetzt mit allen Liegen. Das war jetzt dieses Competition-Logos-Dingens da. Ihr nehmt euch den nächsten Ordner, das ist die La Liga, habt ihr ein W-E-P-A-S, bla bla bla, und ihr nehmt den einfach und ballert die ganzen Sachen jetzt in diesen WEPES, den ihr schon drin habt. Also nicht immer den neuen WEPES, ich kann das bald nicht mehr aussprechen. Ihr nehmt nicht immer den neuen, dass ihr da 5 WEPES-Ordner habt, sondern packt das immer in den hier rein. Ich zeige euch das jetzt mal eben, wenn das jetzt hier fertig wäre. So, La Liga ist drin, ihr geht auf die Bundesliga, habt hier den WEPES und klickt da einfach mal Doppelklick drauf, seht hier die ganzen Sachen, macht einfach Steuerung A, kopiert alles und packt es in diesen, nicht hier unten runter, sondern in diesen schon vorhandenen WEPES Ordner. Bundesliga geschafft, wir machen weiter mit der Serie A, gehen wieder in diesen WEPES, drücken Steuerung A und ziehen uns alles hier rein. Serie A auch schon geschafft, wir nehmen die Premier League, machen komplett dasselbe, gehen wieder in WEPES. Ups, jetzt habe ich mich irgendwie verdrückt. Wählen alle Dateien aus und gehen hier hin, packen die hier rein. So, die Premier League haben wir auch geschafft. Wir haben nur noch eine Liga, die zweite englische Liga. Das gleiche wie immer auf WEPS. Alles kopieren und reinpacken. So, und auch das ist erfolgreich abgeschlossen. Wenn ihr nun alle Dateien, die ihr in diesem WePass-Ordner haben wollt, drin habt, das sind jetzt verdammt viele, aber das macht ja nichts. Wenn ihr alle Dateien drin habt, vielleicht sind zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, schon mehr Liegen dabei, könnt ihr euch auch alles noch reinpacken. Vielleicht gibt es da dann auch schon einen Ordner, der instant alle Liegen umfasst, ohne dass ihr das hier alles reinpacken müsst. Dann seid ihr quasi schon fertig. Wir wechseln jetzt aber rüber zur PlayStation 4, denn wir müssen das Ganze natürlich auch reinmodden. Also USB-Stick rausziehen und in die PS4 reinschieben. Bei der PS4 angekommen, den USB-Stick habe ich schon reingepackt, gehen wir auf Extras und auf Editieren. Wer hätte es gedacht? Ihr geht jetzt runter auf Importieren, Exportieren und geht auf Team importieren, ja. Jetzt werden die ganzen Teams, die wir draufgepackt haben, importiert. Und zwar zeigt er uns jetzt hier alle Teams an, die er quasi erkennt. Und das sind ganz schön viele. Also das wird auch ein bisschen Zeit dauern, denn die PlayStation ist nicht die allerschnellste. Zum Glück gibt es hier eine tolle Funktion, da könnt ihr einfach alles auswählen und könnt dann quasi auf einmal alle Dateien auswählen. Sicherer wäre es vielleicht, wenn man ungefähr 10 bis 15 immer einzeln macht, weil es kann sein, dass die PlayStation 4 abstürzt, aber wir gehen einfach mal nicht davon aus, dass eure PS4 so zugemüllt ist, dass sie jetzt abstürzt. Aber falls sie abstürzt, dann ist das der Grund, dann müsst ihr einfach 10 bis 15 Dateien immer, ja, quasi manuell auswählen und dann neu eben hier reinmodden. Dann wählt ihr hier an Spieler- und Kaderdaten verändern, überschreiben von Bilddateien gleichen Namens und drückt auf OK. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Wir machen einen kleinen Cut. Bis gleich. Leute, das ist endlich fertig. Ich glaube, es waren jetzt ungefähr 10 Minuten oder so. Hat das locker gedauert. Also 10 Minuten, wenn nicht mehr. Ja, gut, ist crazy, aber kann man machen. Wir gehen jetzt hier auf Bilder importieren, ja, wir gehen weiter auf Bilder importieren und auf Wettbewerbsembleme. Das heißt, es sind einfach die Logos von den jeweiligen Wettbewerben. Oder wählen wir einfach alle Bilder importieren, die Namen, die mit gleichem Namen einfach überschreiben und auf OK. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann gehen wir einmal zurück. Tun das Ganze
Ganze einmal speichern. Wir überschreiben die ganzen Daten. Falls, wie gesagt, was abstürzen sollte, kann man das einfach mal machen. Sicherheitshalber. So, nachdem ihr gespeichert habt, geht ihr wieder auf Importieren, Exportieren. Geht auf Wettbewerb, Importieren. Wählt euren USB-Stick wieder aus und klickt wieder alle an. Ihr könnt gerne mal durchscrollen, denn hier kann es mal passieren, dass falsche Bilddateien reingeraten. In dem Fall nicht, wenn ihr wirklich nur so viel habt wie ich, also nicht so viele, so ungefähr 60, 70 Stück, dann ist auf jeden Fall alles richtig. Und ihr könnt dann auch einfach hier auf Dateieinstellung abrufen drücken, Überschreiben von Bilddateien und auf OK. So, wenn das Ganze dann auch fertig ist, sind wir schon so gut wie durch. Wir können jetzt auf Wettbewerbe gehen und werden sehen, es ist alles drin. Die Champions League ist drin, die belgische Liga, die englische Liga, Premier League, es ist alles komplett lizenziert drin und natürlich auch die Bundesliga, DFB-Pokal und den Super Cup. Wenn wir jetzt auf die Bundesliga drauf gehen, müssen wir auf Detaileinstellungen gehen, denn wir müssen hier was umstellen. Wir müssen hier umstellen, die erhaltenen Karten müssen wir auf Modell 1 umstellen und Berechnung der Tabellenstände auf Typ 4. Genau, auf Typ 4. So, als nächstes gehen wir auf Wettbewerbseinstellungen. Das ist der letzte Schritt, den ihr machen müsst. Gehen auf Zahl der teilnehmenden Mannschaften. Bei euch steht bei der Bundesliga 20. Es nehmen aber nur 18 teil, also stellen wir auf 18 runter. Dann gehen wir auf Europa, suchen die Bundesliga. Hier haben wir sie gefunden und jetzt können wir überprüfen, ob alle Bundesliga-Teams dabei sind. In dem Fall sind alle drin. Falls jetzt zum Beispiel Leverkusen hier hinten ist und hier zum Beispiel bei eurer Bundesliga hier Zellu Vares oder so drin ist, dann wählt ihr die einfach mit X an. Leverkusen ist bei weiteren europäischen Ligen und dann wechselt ihr die einfach. Dann sind die jetzt hier mit drin und alles ist tipptopp. Ihr habt alles eingerichtet, ihr habt jetzt die Bundesliga drin. Ihr habt andere Ligen auch drin. Bei den anderen Ligen ist schon alles voreingestellt, weil die schon in PES drin waren, nur nicht mit den offiziellen Logos und Designs und bla bla bla. Die Bundesliga musste ganz neu reingepatcht werden. Deswegen mussten wir diese Änderungen vornehmen. Jetzt einfach nur noch abspeichern und loslegen. Falls jetzt in nächster Zeit noch Angelegen kommen, könnt ihr die einfach so hinzufügen, wie jetzt auch mit diesen Ligen gezeigt. Und ihr müsst keine neue Karriere starten. Also das wird normalerweise, zumindest bei PES 18 war es so, in die schon laufende Karriere übernommen. Also mega cool auf jeden Fall hier von PES, dass man überhaupt sowas machen kann mit den Modden, mit den Lizenzen und dass die dann eben direkt für die laufende Karriere reingemoddet werden, dass man da nicht mehr viel ändern muss. Ich werde jetzt anfangen, die Trainerkarriere aufzunehmen und die Verteidigerkarriere. Beide Karrieren starten noch am heutigen Tag. Es wird am heutigen Tag noch ein Video zur Trainerkarriere kommen und am heutigen Tag auch, wie gesagt, noch zur Verteidigerkarriere. Seid auf jeden Fall dahingehend gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.